Hallo liebe Leute, hier ist der Frank-Randy und wir sind wieder auf der Ebelsbach. Die Nachbarsbauern sind unterwegs. Mit dabei wieder der Gacki. Servus. Hallo, wir sind ja immer noch voll bei der Arbeit, immer noch ansehen hier und grubbern und tun und machen. Ich habe ja gestern schon festgestellt, dass unser MB-Trag so ein bisschen Probleme gehabt hat. Ich weiß inzwischen, beziehungsweise ich habe zwei Vermutungen. Zum einen hat ja unser Händler hier irgendwie so eine komische Differentialsperre eingebaut, die ich vielleicht nicht aktiviert habe. Da müssen wir gleich mal gucken. Und dann habe ich auch gesehen, dass unser Pflug und der Grubber ein bisschen Wartungsrückstand haben. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Werden wir alles in dieser Folge erledigen, denke ich mal. Erstmal machen wir hier noch eine Bahn, können wir noch ansehen. Und dann kann ich hier erstmal der Helfer weitermachen. Dann gucken wir mal rüber zu dem Kollegen, was der treibt auf dem kleinen Feldchen. So, was treibe ich jetzt hübsches? Also ich mache jetzt erstmal hier meinen Schwader sauber, damit ich den wieder aufräumen kann. Ich muss allgemein meine Maschinen hier mal ein bisschen wieder zurückräumen. Aber die brauche ich alle gleich wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spare mir das erstmal. Und dann können wir uns auch schon unseren Striegel schnappen. Ja, auf dem einen Feld gedeiht das Unkraut ja schon in voller Pracht. Da müssen wir mal gucken, wie es unten aussieht auf unserem großen Feld. Dann werden wir entweder das Unkraut oder die Grassilage nach Hause fahren. Eins von beiden. So, jetzt einmal hier rum. Und jetzt kann der Helfer weiterarbeiten. So. Ja, blinken brauchen wir hier zum Hof nicht. Das, ich glaube, das interessiert keinen, ob ich da jetzt abbiege oder nicht. Hier den Kurs. Ups. Passt. Was ich auch sehe, das ist, glaube ich, noch ein größeres Problem. Ich glaube, weiter wie auf Null kann die Tanknadel nicht fallen, oder? Ich denke nicht. Das sieht, glaube ich, gar nicht so gut aus jetzt hier. Ich will das eigentlich noch fertig bekommen, das Feld. Ich habe Angst, dass ich gleich hier irgendwie... Nee, das können wir nicht machen. Nee. Also, darf ich mal nochmal zusammenfassen? Du fährst mit einem leeren Schlepper mit Geräten, die keine Wartung gemacht haben. Ohne das Differential auszuschalten, über den Acker. Ja. Interessant. Dachte ich mir auch. Man muss ja mal testen, was so geht. Wollt's mal gucken, was den MB überhaupt stoppen kann und ob es irgendjemand schafft. Was, wenn ich mir so die Anzeige angucke, ich habe noch immerhin 5,8 Liter Diesel im Tank. Das reicht ja noch. Okay. Und der Grubber hat 100% und ja, gut, hier ist die Frage, der Grubber oder der Pflug, und der Pflug hat 98,4. Also ist wirklich, naja. Bin schon fast beim Händler. Dann reparieren wir das Ding gleich mal. Wie jetzt ist es alles? Ach, da muss noch gepflügt werden. Ja, nur halb Unkraut? Das ist ja blöd. Ich frage, hier wird ja irgendwo eine Tankstelle angezeigt. Ach, da hinten, das wird wohl die Tanke sein. Gut, da gehen wir auch gleich hin. Aber erstmal, lass mich hier vorbei. Dann, wenn es hier mit dem Unkraut nur so ein bisschen ist, da warten wir dann noch ein bisschen. Oh. Falscher Gang. Geht das jetzt nicht an? Wir haben doch den Workshop-Tabber eigentlich mit drin. Wieso funktioniert der nicht? Der ist drin, ja. Das kann weiß ich nicht. Zwischen den Maschinen hin und her schalten.
Das ist nicht gut. Gut, dann müssen wir auseinanderbauen. Ach Gott. Aber mit G kannst du doch durch die Maschinen durchschalten. Ja, und normal kannst du ja, wenn du diesen Workshop-Tabber, wenn du auf dem Werkstatt-Trigger stehst, mit Tab durch die einzelnen. Du machst ja R, hast ja ein Fahrzeug und kannst normal mit Tab dann durch die einzelnen Dinger durch switchen. Und das macht er irgendwie gerade nicht. Ach so, dafür ist er da. Ja, deswegen, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie zwei oder drei Maschinen zusammengekuppelt hast, dass du dann nicht irgendwie die auseinanderbauen musst und immer irgendwie aus dem Trigger rausfahren musst. Das ging mir. Ich weiß, der hat aber auch ein Update bekommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie wieder die Funktionalität wieder irgendwie nicht mehr funktioniert eben. Keine Ahnung. Ja, kriegen wir aber auch so hin. So, guck mal. Aufgetankt haben wir auch gleich. Das Thema Updates, das beschäftigt mich in den letzten Wochen sehr viel. Oh ja. So. Du wirst ja, glaube ich, ähnliche Probleme haben. Kennt man. Und interessanterweise sind das immer gerade die Karten, die man spielt, wo man dann wieder irgendwie ein neues Savegame anfangen muss, wo du wieder so viel hin und her basteln musst, wenn es da Updates gibt. Yep. Genau darauf habe ich angespielt. Das hatte ich jetzt bei der Hof Bergmann gehabt in der letzten Woche. Ich habe es bei der Nordfriesischen Marsch gehabt. Gut, bei der Südhämmern ging es relativ problemlos, aber man musste auch arbeiten. Aber ja, man kennt es. Ist halt eben manchmal so, bei der einen Karte ist es relativ harmlos, was man machen muss, aber gerade so Hof Bergmann ist dann doch schon ein bisschen umfangreicher. Und da muss man halt auch gucken, dass man nichts falsch irgendwie macht. Ja, sonst kann man wieder von vorne anfangen. Ja. Ich hatte ja in dem Hofberg mein Let's Play gerade im Grunde frisch angefangen gehabt. Nach dem Update, dann kam ja nach irgendwie, ich glaube, 13 Folgen hatte ich gemacht. Dann kam schon wieder das nächste Update. Ungefähr dann, so ging es mir auch, ja. Und ich weiß zwar, dass der Modder sagt, neues Dave Game ist erforderlich. Und bei so zusammengefriemelten machen sie keinen Support, aber ich bin froh, es läuft alles und fertig. Ja, die andere Alternative wäre halt, die 12 Folgen im Grunde nachzuspielen, um alles wieder auf den Stand zu bekommen. Und das wollte ich dann nicht machen. Wie gesagt, es hat funktioniert, da war ich relativ zufrieden. So, wo sind wir jetzt? Hier. Guck mal, mit gewarteten Maschinen kann ich plötzlich wieder mit 12 km/h den Berg hochfahren. Was? Ohne das Differential zu benutzen. Jetzt machen wir das mal noch dazu. Bleibt bei 12. Gut, dann belassen wir mal das Getriebe nicht. Maximalgeschwindigkeit erreicht. Ja. Verstehe, was das alles ausmacht. Naja, gut, das ist durch diesen Gewichtsmod noch glaube ich, verstärkt. Ja, das kann auch noch sein, das stimmt. So, was aber hier bei uns auf der Karte jetzt irgendwie zu Gang und Gäbe wird, ist irgendwie, dass die Felder nur noch zur Hälfte wachsen. Also irgendwie wird es irgendwie immer mehr, oder? Von Feld zu Feld irgendwie hat das alles keinen einheitlichen Wachstumsstufe mehr. Was mich nicht wundern würde, wenn das auch irgendwo mit dem Patch zusammenhängt. Wobei, das hatten wir, glaube ich, auch schon vorher gehabt. Das aber stimmt. Jetzt das aktuell, wie es bei mir aussieht, auf dem Feld oben am Hof, ist es ja wirklich ganz witzig, dass da, jetzt sieht man es noch deutlicher, ein Teil ist erntereif. Das heißt, ich habe ein paar lange Bahnen erntereif, dann ist ein Block im Wachstum, dann ist wieder ein Streifen erntereif und dann ist wieder im Wachstum. Ah. Sieht besonders gut aus. Ups. Ach, jetzt ist auch nochmal. Oh Gott.
Der Ladewagen ist ja wohl. Warum sagt mir das keiner? Das Eckchen jetzt hier noch, dann haben wir das fertig. So. Oh, Helfer H. Das hat die Arbeit erfolgreich beendet. Dem vertraue ich nicht. Wieso kann ich das? Ach so. Hier noch. Stehen lassen, da habe ich irgend so ein Fleckchen gesehen. Na gut, ist nicht viel. So, dann lass uns mal gucken, was der mit der Seemaschine gemacht hat. Das sage ich doch nicht. Traue dir nicht. Ob da jetzt die 9 Liter Saatgut reichen, hätte das bisschen, aber vermutlich nicht. So. Schwuppdiwupps. Selbstverständlich reicht's nicht. So, was ist jetzt da mit dem Unkraut? Wächst das jetzt da mal endlich fertig oder braucht es eine extra Einladung? Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, oder? Ab zum Shop für die nächste Ladung. Saatgut. Oh. Ups. Im Fahren einfach mal den Motor ausgeschalten. Und beim Lenken auf den Knopf gekommen, weißt du. Das Ding hatte ich neulich gehabt, aber nicht hier, sondern beim Eurotruck-Simulator. Oh. Der ist im Multiplayer irgendwie mit 90 auf der Autobahn und ich wollte irgendwie die Rundumleuchten anmachen und bin dann auch auf den Knopf daneben gekommen. Dann plötzlich war der Motor aus. Zum Glück war gerade keiner hinter mir. Das hätte sonst eng werden können. Ja, oder wenn eine Kurve gekommen wäre. Ja. So, aber das war jetzt wieder interessant, dass die zwei Big Packs, die ich hier noch stehen hatte, er sagt mir an, er hat 600 Liter drin, aber es sind nur 99%. Es sind vermutlich 599,9 Liter gewesen. Aber es ist genau aufgegangen. Auch interessant. Zumindest ist nochmal mein Schrott da weg vom Händler. Voll auf die Motorhaube drauf. Das machst du öfters hier bei den Leuten. Ja. Fahren hier aber auch wirklich wie die Bekloppten. Kommen irgendwo auch hinter Hecken hervorgesprungen, einfach so, wenn man dann als harmloser Bauer hier durch die Gegend fährt. Hinter den Hecken vorgesprungen. Herrlich. Oh, gehen jetzt die letzten Meterchen hier. Ja, dann haben wir nur noch ein Feld zu machen.
Dann kommen wir ja für die nächste Folge vielleicht mal zu einer anderen Arbeit. Das wäre doch mal was. Ja. Blöd. Einmal noch runter. Da drüben können wir dann eh wieder den Helfer gleich ansetzen. Dann können wir nämlich den MB-Truck schon mal Richtung Hof chauffieren. Wenn man den Ladewagen anschaltet, ne, dann kann man auch das Gas aufsammeln. Soll besser gehen, habe ich gehört. Ja. Ja. Wahlweise kannst du auch mit der Gabel neben dran laufen und es von der Hand schaufeln, aber es macht halt irgendwann lange Arme. Ja. Das erinnert mich so wirklich an früher. Die Bauern, wenn sie die Heu- und Strohballen wirklich noch mit der Mistgabel auf den Anhänger hochgewuchtet haben, wirklich nebenher gelaufen sind. Ja, ja, also ich habe als kleines Kind ja schon auf dem Bauernhof ausgeholfen und wir hatten nicht, also auf der Hof, der hatte nicht diese HD-Ballen, sondern diese kleinen Ballen, wo dann hinter der Presse die Rutsche war, wo quasi aufgedrückt worden sind, die ganzen Ballen. Ja. Und das Schlichten war dann relativ einfach, weil du hast es halt einfach nur abgenommen. Aber die haben die dann auf dem Hof dann oben halt wirklich in den Dachboden eingelagert. Und die mussten die dann quasi 3-4 Meter noch nach oben wuchten, diese Heu- und Strohballen, damit der oben einer abnehmen konnte, beziehungsweise dann einfach hinaufgeworfen und oben hat sie jemand entgegengenommen. Oh. Und ja, wenn du mal so einen ganzen Hänger hier. Ja, das gibt dicke Arme. Das gibt dicke Arme, ja. Glaube ich. So, erstmal die Feinarbeit und dann machen wir das Grobe mit dem Helfer. Und so 3 oder 4 Meter über den Kopf zu arbeiten, dann mit diesen Strohballen, das ist schon. Puh. Ja. Nicht zu weit. Einfach noch die 2 Querbahnen, dann kann der Helfer hier ran. Dann haben wir das Wald geschafft hier. Juppie. War auch anstrengend jetzt genug. Ja. Weil da reicht ein Vorgewende, der ist breit genug hier. So. So, hier hinten würde ich gerne noch ein Silo hinbauen, wo ich Getreide und Dünger einlagern, nicht Getreide, sondern Saatgut und Dünger einlagern kann. Ja, und wieder der Trick beim Ladewagen einschalten. Ne? Das ist Pro-Tipp. Merkt euch das. Ja, ja. Ja, da, wer heizt denn da vorbei? Ja. Gehört habe ich ihn aber leider nicht über die Distanz. Ja. Normalerweise kann man den ja gar nicht überhören. Das stimmt. Ja. Nein. Boah, ja, schon wieder die. Das Ortsschild mit dem überbreiten Heiliger hinten dran. Ah. Das reißt immer an der Dreipunktaufnahme.
Ich weiß nicht, war das der LS17? Da hat es auch mal so einen Schadensmod gegeben. Überall, wenn du was angedatzt bist, hat das Gerät oder der Schlepper einen Schaden bekommen. Kennst du den Mod? Nee, ich glaube, das war nicht der 17er. Ich glaube, das war der 15er oder so. Wüsste ich jetzt so nicht. Das wäre ja auch mal wieder eine lustige Idee. So, wie sieht's bei dir aus? Wir sind schon wieder am Ende. Ja. Ich bin soweit. So, ich bin auch gerade kurz vorm Hof. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von euch für heute. Haben jetzt hoffe ich mal einiges geschafft. Jetzt haben wir mal ein bisschen andere Arbeit für die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Von mir auch. Tschüss.